Soweit unser Beitrag über den deutschlandweiten 24-Stunden-Blitzmarathon. Und jetzt schalten wir zu unserem Außenreporter Tjorben Eckermann. Tjorben, erzählst du uns bitte, wo du momentan bist? Hallo Frederik, ich befinde mich hier in Greven im schönen Münsterland auf einem Bauernhof, der eine ganz besonders moderne Produktionsweise hat. Interessant. Was macht diesen Bauernhof denn so modern, Tjorben? Viele landwirtschaftliche Betriebe setzen heutzutage auf Bioprodukte, die ohne die Ausbeutung von Kühen, Schweinen und Hühnern erzeugt werden. Hier in Greven wird einen Schritt weiter gedacht. Vor mir steht Schwein. Schwein ist der Besitzer dieses Bauernhofs. Hallo Schwein. Sie waren früher selbst lange Zeit Teil der Nahrungskette. Heute besitzen Sie einen eigenen Bauernhof. Wie kam Ihnen die Idee für dieses neuartige Konzept? Und glauben Sie, dass Sie dadurch mehr Menschen dazu bringen können, eine vegetarische oder vegane Lebensweise in Erwägung zu ziehen? Nein, da verstehen Sie mich falsch. Ich finde Ihr Konzept doch großartig. Als Journalist interessieren mich aber natürlich die Hintergründe. Wie kamen Sie darauf, mit den traditionellen Normen zu brechen und so etwas völlig Neuartiges wie einen tiergeführten landwirtschaftlichen Betrieb auf die Beine zu stellen? Ich habe Sie anscheinend auf dem falschen Huf erwischt. Darum fange ich noch einmal von vorne an. Ihr revolutionäres Konzept? Hey! So ein Ochse! Wieso darf diese Kuh überhaupt... Oh. Tja, also... Mit dieser Attitüde werden wohl weiterhin die wenigsten Menschen auf Fleisch verzichten wollen. Ich wüsste nicht, wieso sich das ändern sollte. Oh,